Einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Ich hab gehört, du nimmst mich mit heute. Ich nehm dich mit, ich fahr mal geschwind eine Runde, so eine Stunde, zwei oder zweieinhalb, drei Stunden, wie du es halt ausholst, die Geschichte. Das ist ja also perfektes Wetter heute auch, gell? Ja, schneit schon ordentlich. Das passt schon da so. Gut ist es auch, gell? Gehen wir rein. Ja, gehen wir rein. So, dann gehen wir es an. Ja, wie lange machst du das eigentlich schon? Wie lange fährst du im Winter aus und tust nicht? Ich habe mich 2009 eigentlich selbstständig gemacht für ein Baggerunternehmen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe einen Traktor zum Bagger führen, daheim, was mache ich jetzt? Ich habe mir gedacht, geh, fragst du auf der Gemeinde noch, wie das ausschaut, ob sie einen Schnellrahmen brauchen können. Und das hat sich dann so also ergeben. Der Bürgermeister hat dann gesagt, ja, das ist super, wenn man einen Händler Schnellrahmen hat. Und dann habe ich 2010 hab ich dann eigentlich angefangen, dann im Winterdienst da in der Gemeinde noch was machen. Das heißt, seit 2010 stehst du dann ja, eigentlich jeden Tag im Winter auf, oder sofern es schneit? Ja, ich schau mir zuerst über die Wetterberichte an. Ich habe also im Handy, im Fernseher, im Computer, überall, wo es halt irgendwo eine Wettergeschichte ist. Und das verbindet alles dann ein wenig miteinander. Und wenn ich weiß, dass es ruhig bleibt, dass es nicht schneit oder dass kein Wind nicht geht, dann stehe ich nicht auf. Aber wenn sie irgendwo im Fernsehen sagen, pass auf, es könnte sein, dass Schneefall ist oder Wind geht, na, dann stehe ich auf. Dann fahre ich in der Früh schon um 2 in der Früh. Wie lange brauchst du denn für eine Runde eigentlich? Wir haben 73 Kilometer Güterwegnetz in der Gemeinde Arbersbach. Es fährt die Gemeinde ein Drittel, ihr Drittel und der Bauer, der Landwirt, fährt auch nur ein Drittel. Und die fahren ungefähr jeder 4 Stunden. Also, jetzt wo ich mit dir drinnen sitze, das hat schon irgendwas Entspannendes, wenn man da sitzt, gell? Fällt dir das da? Ja, es hat schon was, ja. Irgendwie. Da steht da vorne jetzt ein Haufen Schnee, das war das. Jetzt ist ja nichts. Was hörst du denn eigentlich? Was rennt denn bei dir im Radio? Dora! Ja. Lockdown und Impfer. Also, du hörst nur Nachrichten? Ja. Und sonst Schlager und so Sachen, halt Radio Niederösterreich hört man bei uns in Wolfjahl. Ja, alles, was ein bisschen Stimmung macht. Ja, ja sicher. Und darum ist es am besten, in der Früh passt es, weil da spielst du die schönsten Schlager da. Da hast du nur gleich Nachrichten, aber da redet uns keiner rein. Du kannst hier und da mitpfeifen oder mitsingen. Dass das ein wenig aufgelockert wird, die ganze Geschichte, dann passt es. Nein, die Musik muss passen, das ist bei mir auch so. Also, erlebst du irgendwelche Geschichten, wenn du alleine unterwegs bist auf der Straße? Da war der Schneerahmer, was? Ja, weiß nicht, was man da so. Was denn normalerweise bist du um die Uhrzeit nicht unterwegs? Ne? Man hört es, ist kein Thema nicht, weil wir in Lockdown sind. Nicht? Ja. Aber wenn es da Bälle gibt, Bälle oder ja, so. Dann kann es da passieren, dass hier und wo in der Zeit, wo ich vorfahre, dass irgendwo ein Grau mit ansteht. Echt? Der, was eine Hilfe braucht, dass noch einer zuwärts hat. Nicht? Und da komme ich halt auch dazu. Nicht? Das ist halt, ja, dann spannt man halt an und zahlt man außer, dass er heimkommt, der, ja. Der junge schön, Mann schön. Oder wie auch immer. Nicht? Und oh, schön, ja. Stillschweigend nichts sagen, weil meistens die, was wo in Grom drin sind, die haben meistens, ja, wir wissen nicht. Nein, aber sonst, ja, und untertags kann es auch. Das Problem ist, das bei uns in den schmalen Güterwegen und ich komme ein wenig schneller daher. Und es kommt da einer entgegen, nicht? Der schreckt sich momentan. Nicht? Ja, und dann verreist das Auto ein wenig und dann fangen sie nicht an in den Schneewandel und schack, und der steht schon in den Straßengrund. Dann musst du halt wieder anspannen und lassen wieder raus. Das hilft nichts, das sind so kleine Sachen. Darum sage ich, das bei der Nachtfahren ist viel interessanter, weil da weißt du, da kommen keine Autos nicht. Okay. Und untertags musst du halt schon konzentrieren, da musst du auf das denken und am Verkehr, wenn du irgendwo zurückschiebst auf einer Kreuzung, musst du auf das auch denken, ob da kommt jetzt das Auto kommen. Nicht? Das passiert aber sehr oft nicht, wenn du jetzt auf die Bundesstraßen rausfährst, auf einmal steht ein Auto da nicht? Und da musst du halt viel schauen, das hilft nichts. Jetzt sind wir so lange gefahren, jetzt erst mal was dazu da draußen. Ja. So, da. Welche Massen kann das jetzt auf einmal bewältigen? Gibt es irgendwann noch irgendwas, wo man WO gibt? Weil wir haben schon Schneewächten gehabt, die waren da Enten zum Beispiel, die sind 2 Meter hoch gewesen. Und die da magst du nur grob fahren, aber wenn es dann stürmt nur mal, dann ist es gar. Dann kannst du da entweder mit einer Schneefräse fahren oder du stellst ein. Okay. Wir waren 2018 auf 2019, glaube ich, war es auch so. Ja. Da haben wir Schneewände gehabt, die waren so hoch, wie was der Unimog war schon fast. Da haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir ansperren, weil wir nicht mehr fahren haben. Da hat es auch so viel gestürmt und geschneit und haben gesagt, aus, sperren wir an. Also irgendwann stehst du mit jeder Maschine oder müsstest du dann eine Fräsen auf, dann kannst du wieder weiterfahren. Nicht? Aber mit den Schneepflügen stehst du irgendwann, wenn du mal die Schneemenge hoch musst, dass du nicht mehr rausbringst, nicht? Ja, dass du nicht mehr die Schneewand raushaben magst, dann stehst du mit denen drum auch einmal. Ja, das hilft nichts. Das glaube ich, ja. Das ist also ein Staubschutz da.
Wenn du jetzt in den Schnee reinfährst, wenn du das nicht umhältst, haust du den ganzen Schnee über den Traktor aus. Dann siehst du die ganze Zeit nichts. Dann siehst du die halbe Zeit nichts. Und ja, durch das ist das da drauf, damit du den Ding. Da helfen dir die ganzen Lichter auch nichts. Da helfen dir die Lichter auch nicht viel, ne? Das zahlt nichts. Gut, passt. Dann fahren wir wieder weiter.